selber dran? Ich war dran, bevor ich in der Pause wurde. Der Unterschied zwischen dem Beispiel, dass jemand auf der Klassenfahrt sich besoffen hat, und jemand, der danach drogenabhängig ist und auch vor allen Dingen nicht nur bei Cannabis geblieben ist, sondern eben auch bei härteren Drogen gelandet ist, der ist doch das, was ich hier anspreche, dass man mal einen Durst trinkt und danach dann vielleicht auch Probleme hat mit der Schule. Das ist alles aus meiner Sicht noch legitim, aber schlimmer ist es doch, wenn dann ihr Nachbar von der Schule fliegt und vor allem sein Leben nicht mehr richtig auf die Ketten bekommt. Und das war für mich damals der Auslöser von eindeutigen Drogen. Und erst als er später dann wieder in vernünftige Bahnen kam und auch nicht mehr Drogen konsumiert hat, hat er es dann geschafft, seinen Abschluss nachzuholen und hat über seine Ausbildung auch sein Fachabi nachgeholt. Das war nämlich ein cleverer Kopf eigentlich. Ja, so gut war, dass er sich selbst gefangen hat und aus eigener Verantwortung entscheiden konnte, dass er das einem jetzt lässt und dass es nicht der richtige Weg ist. Ich meine, ich konsumiere ja auch nicht, aber ich möchte das frei entscheiden. Ja, aber er hat 5 Jahre Lebens verloren, das ist doch... Dann nehme ich auch mal dieses persönliche Beispiel auf. Ich habe ein FSJ gemacht in einem Kinderheim, wo junge Menschen landen, die zu Hause nicht mehr gut aufgehoben sind. Und habe dort auch einmal Elternarbeit mitgemacht bei einer 15-Jährigen und habe gesehen, wie es bei der zu Hause in der Gießener Vorstadt aussieht und dass der Vater regelmäßig säuft und dass er damit sein eigenes Leben kaputt macht und das Leben seiner Familie und das Leben seiner Kinder und die nicht selbst erziehen kann. Das sind tragische Fälle. Trotzdem möchte ich nicht, dass deshalb auf jeder Kirmes überall für euch alle verboten wird, dass ihr mal ein Bier trinkt. Also genau das ist die Argumentation. Ich habe ein persönliches Erlebnis und deshalb möchte ich alle anderen kriminalisieren und strafrechtlich verfolgen, die sich für diese Droge halt mal interessieren. Das ist nicht rational. Aber dazu gerade, weil ich bin auch gegen diese Legalisierung, die sich mal dafür interessieren. Es wird ja eben gesagt, dass es eben eine Art von Abhängigkeit geben kann und auch, dass es Einfluss auf die Psyche hat. Ja. Ich habe eben selbst auch ein Beispiel aus dem privaten Bereich, ein alter Klassenkamerad von mir, also es ist sehr, sehr ähnlich wie bei ihm. Ja. Nur er ist jetzt 27 Jahre alt und hat es immer noch nicht auf der Reihe und ich will nicht wissen, was er noch alles nimmt. Ja. Also da steckt wirklich mehr dahinter. Jetzt zu sagen in der coolen Runde, oh ja, ich ziehe jetzt mal einen Joint, okay, ja, das ist was anderes, als wenn ich das ist wie wenn ich jetzt sage, okay, ich trinke halt das Bierchen so, ja, für viele, aber ich glaube, das wird einfach auch sehr, sehr unterschätzt. Es wird wirklich unterschätzt, weil das weil vor allem auch bei jungen Leuten einfach wirklich locker gesehen wird, aber was wirklich daraus resultieren kann, kann fatal sein, natürlich auch bei Alkohol, ja, da gibt es den Familienvater, der dann da sich jeden Tag seine Wodkaflasche reinpfeift, ja, aber ich weiß nicht, ich finde, man kann das nicht unbedingt vergleichen. Würdest du mir den Anteil jetzt mal junge Alternativen geben? Ja, genau. Also ich habe da keine, gucke das nicht an der Geschichte aus dem persönlichen Leben. Also meine Partei ist auch eher gegen eine Legalisierung, wobei ich da konträr gehe. Ich muss sagen, dass ich mich vielen Argumenten hier persönlich anschließen kann. Und ich denke, wer heutzutage Alkohol trinken will, der geht ja auch nicht zum Schwarzbrenner, sondern in den Supermarkt. Und so nehme ich an, dass derjenige, der hätten wir eine Legalisierung der Gras kaufen wollte, auch nicht zum Dealer gehen würde. Davon ab, der Kontakt zum Dealer muss ja heutzutage hergestellt werden, um an Cannabis ranzukommen. Und das schafft die Voraussetzung, meiner Meinung nach, dann auch an weitere Drogen zu kommen. Eine Sache, die damit nicht zu tun hat, muss ich noch darauf eingehen, dass du nochmal genau sagen musst, von den Grünen, was wir für rassistische Äußerungen getätigt haben, denn davon weiß ich nichts. Ich weiß aber, dass die grüne Jugend auf die Deutschlandfahne uriniert hat und ich weiß auch, dass ihr euch zum Tag der deutschen Einheit gewünscht habt, dass Deutschland noch einmal aufgelöst werden könne. Das ist Realität. Also wenn du irgendwas in den Raum setzt, dann musst du es auch begründen können. Also ich gehe, um dieses Thema wirklich abzuschließen, ich gebe dir 30 Sekunden, danach geht's weiter mit Cannabis. Gut, der komplette letzte Bundesparteitag der AfD war voll damit, von wegen, die sollen doch alle abhauen, blöde Neger. Das sind Aufnahmen vom Bundesparteitag der AfD in Stuttgart. Das würde ich mir jetzt überlegen, also sei vorsichtig, ne? Das Ding ist wirklich aufgenommen worden, das sind Verleumdungen. Also, du musst auch was du sagst. Es gibt genug Leute, die da waren. Okay, also wenn du dabei bleibst. Ich möchte aber auch einen Vorwurf mit aufnehmen. Ja, auch ich bin für die Auflösung von Deutschland in einem vereinigten und friedlichen Europa. 6, 5, 4, gut. Okay.
langer Exkurs. Aber wir müssen zurück zum Thema Cannabis. Und jetzt, Entschuldigung, Nicole, mein Fehler, ich habe mal gehört. Genau. Also ich denke, vieles zum Thema Cannabis, das wurde schon gesagt. Es geht in der Legalisierung auf keinen Fall darum, eine Droge zu verherrlichen. Aber genau wie das Beispiel gebracht worden ist, da wurde jemand einfach mit Cannabis erwischt, der ist von der Schule geflogen, der wurde kriminalisiert. Und genau das ist der falsche Weg, weil wenn Menschen entwickeln, Probleme zu haben mit Drogen, dann ist es letztlich egal, ob die mit Alkohol anfangen oder ob die mit Cannabis anfangen. Diese Menschen brauchen Hilfe. Diese Menschen auszuschließen, von der Schule zu weisen, ihnen damit auch komplett die Zukunft zu zerstören, das ist genau das Falsche. Aber jetzt zum Thema nochmal, Cannabis als Einstieg. Darf ich ganz kurz reinlegen? Nein, Entschuldigung. Nein, aber das Cannabis... Es wurde auch schon im Trailer gesagt, Cannabis als Einstiegsdroge, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist Quatsch. Und wenn die Junge Union das immer noch behauptet, dann ist es einfach mal wieder klar, dass die Junge Union das mit der Wissenschaft nicht so hat, seitdem sie schon gesagt hat, dass die Pille danach abzulehnen sei, weil es Embryonen abtötet. Also das ist einfach auch Quatsch. Du hast gesagt, dass jemand von der Schule geflogen ist, weil er mit Cannabis erwischt wurde. Das würde mit Alkohol, kann das auch passieren. Ja, aber es ist in beiden Fällen nicht sinnvoll. Wenn Menschen wirklich abstürzen, wenn sie anfangen zu trinken, wenn sie sonst was haben, dann muss man ihnen helfen und man darf sie nicht ausgrenzen. Und dann legalisieren? Ja, legalisieren, das ist nochmal das andere. Das wurde auch im Trailer gesagt, dass wenn man sich das Alkohol- und Cannabis-Verhältnis anguckt, auch gerade... Wenn man einen Alkoholentzug macht, der ist zum Teil lebensgefährlich. Wenn ich als Alkoholiker in ein Krankenhaus komme mit lebensgefährlichen Verletzungen, dann ist es zum Teil so, dass man Alkohol in die Infusion macht, weil die Menschen den Entzug nicht überleben würden. Beim Cannabis hast du das Problem nicht. Auch beim Alkohol hast du Psychosen ohne Ende. Das hast du beim Cannabis auch. Nochmal, es geht nicht darum, das zu verherrlichen. Es muss dadurch geschehen, dass mehr in Prävention investiert wird, anstatt in die Kriminalität. Der Unterschied, um dir darauf nochmal zu antworten, dass du nicht nur vielleicht von der Schule fliegst, weil du eine Schulordnung gebrochen hast. Nein, du hast das Gesetz gebrochen. Du bist straffällig geworden. Du bist vorbestraft. Das heißt, jeder, der das mal am Gymnasium gemacht hat und vielleicht sagt, und hinterher möchte ich Deutsch auf Lehramt studieren, dem ist der Staatsdienst verweigert. Ja, du kannst dir mit dem kleinen bisschen schon dein komplettes Leben zerstören, auch beruflich, weil du mal ein bisschen Gras mit dabei hattest. Ich versuche es übrigens nochmal auf argumentativem Weg bei der Jungen Union. Ihr seid ja immer die großen Freunde der Polizei und der Sicherheit. Findet ihr es nicht sinnvoller, anstatt Horden von Polizisten mit Cannabisverfolgung zu beschäftigen, dass man sich mal um Einbrüche kümmert und dass man sich mal um Diebstähle kümmert, anstatt dass ihr die Polizei, eure besten Freunde, mit sowas beschäftigt? Ist das sinnvoll? Ich weiß jetzt nicht, seit wann die Junge Union die Polizei beschäftigt, das sehe ich nicht so. Aber natürlich ist innere Sicherheit ein großes Thema der CDU. Hat aber jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt was hier mit dem Thema, ob der Cannabis legalisiert werden soll oder nicht, zu tun. Weil wenn wir sagen, wir könnten da die Strafverfolgung einstellen, das ist ja zumindest schon mal so, dass erst bei einer gewissen Menge überhaupt eine Straftat... Das war so ein bisschen nach dem Motto, anstatt die ganze Zeit Cannabiskonsum zu holen, kann man eigentlich sinnvoller machen. Ist schon klar, aber ich meine, es wird ja nicht bei einer geringen Menge direkt einen Strafantrag gestellt und man wird auch nicht verfolgt. Und man soll das Aufsetzen der geringen Menge wehrt ihr euch aber auch? Ja, weil wir grundsätzlich dagegen sind. Und wenn ich dagegen bin, dann will ich nicht auf der anderen Seite legalisieren oder teilweise legalisieren, indem ich eben den Grammbetrag hochschraube und sage, jetzt wird es nicht mehr weiter verfolgt. Und es ist okay, dann ist es de facto auch eine Teillegalisierung und da sind wir dagegen, wie ich ja auch schon gesagt habe. Aber ich habe auch eingangs gesagt, um das nochmal zu sagen, ich bin da nicht auf einer Parteilinie und unabhängig davon, welche Linie die Junge Union oder die CDU da fährt, das ist meine persönliche Meinung und eben von einem persönlichen Bild geprägt. Von daher kann ich schon mal den Vorwurf der Linksjugend zurückweisen, weil ich nicht gesagt habe, dass die CDU das sieht und zum Thema Wissenschaft, wenn man wieder sachliche Dinge anführt, dann wäre ich da auch sehr verbunden. Ja, also ich denke, grundsätzlich sind die Positionen klar. Ich würde auch dieses Thema jetzt abschließen und würde an dieser Stelle jetzt zur Diskussionsrunde gehen. Das heißt also, ihr könnt jetzt eure Fragen stellen.
Und zwar würde ich damit die Fragerunde einläuten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum Thema Flüchtlingssituation, zum Thema, das war das zweite Politikum.